Herzlich willkommen in der Kochwerkstatt. Oktoberzeit, Kohlzeit und heute nehmen wir uns den Rotkohl vor. Rotkohl gibt Farbe, ist auch hier gut im Vitaminbereich, ist für uns tätig. Wir brauchen hierfür, für dieses Gericht, und zwar genau heißt es, warmer Rotkohlsalat mit gebratener Hähnchenbrust, Walnüssen und Apfel. Hierbei brauchen wir einen festen Apfel, also die Zutaten bestehen aus feingeschnittenen Rotkohl. Dann habe ich hier die Hähnchen sehr schön mariniert vorher, habe sie dann in Speck eingewickelt oder Schinkenspeck. Ich kann auch einen Schwarzwälder Schinken nehmen. Wichtig ist, ich mache das halt deshalb, damit das Fleisch nicht trocken wird. Also man sieht das immer wieder bei mir, dass ich Geflügel grundsätzlich meistens in Speck oder Schinken einwickle. Dann dazu den Apfel, die Walnüsse. Die Römer sagten immer, jeden Tag eine Walnuss. Es ist die Form des Hirns, also auch wir nehmen die Walnuss dazu. Gut, dann legen wir los. Hierbei brauchen wir wieder eine heiße Pfanne. Etwas Rapsöl rein. Und wir schwenken hier einfach den Rotkohl schnell an. Löschen ihn mit Rotwein ab, weil Rotkohl-Rotwein passt dazu, also von der Farbe. Den Essig, den wir nachher verwenden, wirklich zum Schluss reingeben, weil er sonst verfliegt. Ja? Also ganz wichtig, hier also etwas Rotkohl rein. Geben hier etwas den Kreuzkümmel dazu. Knoblauch noch dazu. Dann etwas Zucker. Und ich liebe eigentlich schön frischen Koriander dazu. Das Ganze löschen wir jetzt mit dem Rotwein ab. Hierbei habe ich einen Chianti genommen. Chianti hat einen sehr fruchtigen Ton und daher ist es ganz schön. Das Ganze lassen wir ca. 5 bis 6 Minuten garen. Zwischendurch, und zwar zwischenzeitlich, wenn es sich vor sich her köchelt, zwischen 5 bis 6 Minuten, nehmen wir in die andere Pfanne die vorbereiteten Hähnchenbrustfilets, und zwar eben in Speck gewickelt. Wenn jemand keinen Speck macht, ich kann es hinterher abmachen und schneiden, dass es also beim Geflügel bleibt. Es wird kaum ein Geschmack vom Speck dabei sein. Wichtig ist, dass wir ihn kross braten. Also auch wir wieder hohe Hitze haben, da kann nichts passieren. Jetzt haben wir 5 bis 6 Minuten den Rotkohl leicht gedämpft. Wir haben das Fleisch sehr schön, hier wie man sieht, ist es schön, der Speck schön kross geworden. Innen drin wird es so richtig saftig sein. Ich bin auch sehr gespannt. Dann gehen wir zum Schluss zu, und zwar den Essig wirklich zum Schluss. Deshalb einmal, weil der Essig sonst verfliegen wird, er würde verkochen. Also der Geschmack würde verfliegen und das wäre schade. Also hier haben wir einen sehr schönen Rotweinessig, einen italienischen Rotweinessig, der auch ähnlich wie der Chianti ist. Lassen das einfach ein bisschen mehr Farbe geben. Kochen das Ganze auf. Und dann können wir auch schon servieren. Die Äpfel kochen wir nicht mit, sondern wir geben sie bissig auf den Salat drauf, wie auch die Walnüsse. Das ist also nicht nötig, dass wir sie heiß machen. Wir haben ja den warmen Rotkohlsalat als warm. Auch hier ist es sehr wichtig, wenn Rotkohlsalat kalt, er schmeckt nicht so schön. Ja? Also wir haben dann, die Aromen sind intensiviert. Gut, dann richten wir auch mal schon an. Wir schneiden jetzt schön das Fleisch und sehen, wie herrlich schön glasig das Geflügel ist. Es ist wie gesagt mariniert mit Koriander und Kreuzkümmel und hat dadurch ein sehr schön intensives Aroma. Ein wunderschönes herzliches Gericht, und zwar ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit einem warmen Rotkohlsalat mit Walnüssen und gebratenen Hähnchenbrust.